Die Meldung, dass am späten Dienstagabend in der Kurstadt Bad Ems an der Lahn Schüsse gefallen sind, hat für viel Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei in Bad Ems nun mitteilte, gab es zunächst eine Schlägerei in der Römerstraße Bad Ems. Im Laufe der Auseinandersetzung ist es wohl auch zum Einsatz einer Schreckschusswaffe gekommen, aus der mehrere Schüsse abgegeben wurden. Die Lage konnte jedoch durch das Hinzuziehen mehrerer Streifenwagenbesatzungen beruhigt werden. Laut Polizei wurde eine Person nicht unerheblich verletzt und mit der Schreckschusswaffe bedroht. Eine Pressemitteilung des Karnevalsverbandes Rheinische Karnevalskorporationen sorgt seit dem Wochenende in der Region für Verwirrung. Präsident Hans Mayer hat darin seinen Mitgliedsvereinen empfohlen, die Veranstaltung für die kommende Session 2021 zu überdenken bzw. sogar komplett abzusagen. Nicht nur für Karnevalisten ist diese Empfehlung fragwürdig und erfolgt ohne jeglichen Grund viel zu früh. Nachdem ungefähr 120 Menschen am Samstag auf dem Münzplatz in Koblenz mit Cocktails to go gefeiert haben, hat sich jetzt die Cocktailbar via Facebook an die Besucher gewandt. So freute sich der Betreiber sehr über die große Solidarität der Kunden, mahnte aber auch zur Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften. So sollte man zum Beispiel ausreichend Abstand halten und keine Gruppen bilden. Noch nie sind Beschäftigte in Rheinland-Pfalz öfter wegen psychischer Leiden krankgeschrieben gewesen als im Jahr 2019. Das hat nun die Barmer Rheinland-Pfalz mitgeteilt. Demnach würde das Ausmaß von Arbeitsunfähigkeit durch psychische Erkrankungen noch immer massiv unterschätzt. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.